Schaut euch diese Rasenkante an. Wunderschön. Wären wir jetzt auf dem Golfplatz, würde ich sagen, das ist normal und das ist das Grün. Und da ist das Loch. Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem kleinen neuen Vlog hier aus dem wunderschönen Perth. Hinter mir seht ihr es wunderbar. Heute gibt es mal ein klein bisschen anderes Video, denn der Oliver hat mich gefragt, ob ich nicht Lust auf eine Kooperation habe. Und da habe ich gesagt, hey, das ist cool, dein Vorschlag gefällt mir, das machen wir. Deswegen haben wir uns überlegt, wir stellen euch heute einfach mal unsere Top 10 der Dinge vor, die für uns auf keiner Reise fehlen dürfen. Ich meine, das kann sich natürlich bei dem einen oder anderen von euch unterscheiden, aber wie gesagt, es sind die Dinge, die wir als essentiell erachten, wenn wir auf Reisen gehen. Okay, fangen wir direkt an mit Nummer 1. Diese kleinen Dinger hier, die man dann so zusammenrollt und sich in die Ohren steckt. Ohrstöpsel, Oropax, Ohrwax, ihr kennt's. Warum sind die für mich so wichtig? Nun, Annika und ich, wir haben viel in Hostels geschlafen oder in Hotels mit sehr, sehr dünnen Wänden. Und wenn die Nachbarn morgens um 3 nach Hause kommen, besoffen von der letzten Party und im schlimmsten Fall im Hostel, im Mehrbettzimmer die Zimmernachbarn, also die Mitschläfer, dann kann das schon mal laut werden, dann wacht man auf in der Nacht, dann hat man beschissenen Schlaf, alles nicht so optimal, deswegen Ohrstöpsel und du hast nichts mehr und du kannst entspannt die ganze Nacht durchschlafen. Okay, Oliver, was hast du dabei? Das Teil hier ist wohl mit der Grund, wieso ich überhaupt angefangen habe zu reisen, und zwar meine Kamera. Das ist natürlich jetzt ein ganz schöner Brocken. Ich habe mal alles hingeschraubt, was ich habe. Batteriegriff, L-Winkelplatte, mein Mega-Objektiv, was ich für Landschaften benutze. Und ja, ohne Kamera würde ich sie, glaube ich, in Neuseeland nicht überleben. Also ich habe es mittlerweile auch schon geschafft, dass ich meine Kamera geschrottet habe, beziehungsweise nur das Objektiv. Kamera blieb zum Glück heil. Tat natürlich ein bisschen weh, 900 Euro, habe ich zum Glück versichert und alles lief glatt, ja, aber da kam ich mir dann schon echt ein bisschen scheiße vor, als ich das kaputt gemacht habe. Mittlerweile bin ich wieder komplett und ich mache so viele Bilder hier. Ich habe es vorhin auch schon erwähnt. Mittlerweile 17.000 Bilder hier in Neuseeland geschossen. Und ja, mir würde halt einfach irgendwas fehlen, wenn ich keine Kamera hier dabei hätte. Es muss natürlich jetzt nicht so ein großes Teil sein, wie ich es jetzt hier habe. Das jetzt hier so, wie ich es jetzt in der Hand habe, 2.200 Euro oder sowas kostet. Muss es wirklich nicht sein. Aber so eine kleine Alpha 6000 zum Beispiel von Sony macht super Bilder, ist mega klein und kompakt. Könnte ich eigentlich wirklich nur jedem empfehlen. Und das ist wirklich so ein wirkliches Muss. Wenn ihr reist, nehmt euch wenigstens eine halbwegs gute Kamera mit. Sehe ich ganz genauso, ist für mich auch richtig wichtig. Was ist noch wichtig für mich? Eine Jogginghose. Leute, ohne Jogginghose auf Reisen ist das Schlimmste, was es gibt. Weil es gibt immer mal Gammeltage zwischendurch, wo man einfach überhaupt nichts macht. Und was gibt es dann chilligeres als mit der Jogginghose schön bequem ein bisschen rumzugammeln, ein bisschen Serien zu gucken oder sowas. Oder einfach was im Internet zu surfen. Also für mich Jogginghose must have auf Reisen. Wir hatten zuerst keine mit dabei, haben uns dann aber, als wir im Auto unterwegs waren, relativ schnell eine gekauft. Unter anderem, weil es auch halt in Australien nachts im Süden Australiens schon mal ein bisschen kälter werden kann. Und dann ist einfach nicht verkehrt, wenn man in der Jogginghose pennen kann, dann friert man nachts nicht so sehr. Okay, Oliver, was ist die Nummer 4 für heute? Mein Laptop. Ich habe jetzt hier das Microsoft Surface Pro 3, also auch schon ein bisschen älter mittlerweile. Ganz cool ist halt einfach, man kann die Tastatur abnehmen und hat hier hinten so einen Kickstand, heißt das, wo man stufenlos einstellen kann. Ist halt mega schön klein, leicht, und das Coole ist, was halt für mich die prädestinierte ist, ist einfach Stifteingabe. Das heißt, ich kann da wirklich drauf zeichnen. Der Stift hat eine Druckempfindlichkeit, kann ich euch mal einblenden. Das heißt, ich kann einfach in Photoshop mega intuitiv damit arbeiten, kann da einfach mit malen, zeichnen, habe verschiedene Pinselspitzen und kann so einfach meine Bilder extrem cool und extrem einfach bearbeiten, auch wenn ich keine Maus habe. Und ja, einfach generell durch das, dass ich mittlerweile 17.000, 18.000 Bilder geschossen habe und mittlerweile knapp 2.000 Videos gefilmt habe, muss ich die Daten natürlich irgendwie speichern und bearbeiten können, auch unterwegs, da ich ja für euch Videos machen will und auf meine Facebook-Seite auch mal Bilder hochladen will, brauche ich einfach hier so eine kleine Rechenmaschine. Muss nicht unbedingt ein Surface sein, kann theoretisch jedes Laptop sein, aber naja, ist halt ein Muss. Astrein kann ich auch absolut nur zustimmen, ohne, finde ich, geht überhaupt nicht. Und jetzt zum letzten Punkt für heute in meinem Video, habe ich leider jetzt auch nicht dabei, um es euch zu zeigen, aber das sind einfach gute, qualitativ hochwertige Flipflops.
weil wir hatten zuerst so richtig billige Flipflops und dann, wenn du damit viel läufst, dann läufst du dir ständig Blasen zwischen den Zehen. Dann kannst du danach keine Flipflops mehr anziehen, weil es das sonst noch alles viel schlimmer machen würde. Deswegen von Anfang an ein paar gute Flipflops investieren. In Südostasien, in der warmen Zeit hier in Australien, wir sind ja jetzt in Perth, es ist gerade Winter im Juni, es ist schweinekalt nachts. Jetzt gerade geht's, ihr seht, ich stehe hier im T-Shirt, aber sonst, wenn es warm ist oder wenn ihr in asiatischen Ländern unterwegs seid oder in Südamerika beispielsweise, dann braucht ihr keine Schuhe mitschleppen. Wozu sich das anzutun, sich diese fetten, hässlichen Schuhe mitzuschleppen, wenn man eh den ganzen Tag nur in Flipflops unterwegs ist. Deswegen besorgt euch ein paar gute Flipflops. Ich persönlich stehe total auf die Hawaiianas oder wie die heißen, Hawaiians. Und fand, das waren einfach die bequemsten Flipflops. Die haben diesen Mittelteil, der zwischen den Zehen ist. Der war bei denen kein hartes Plastik, sondern so mehr so ein weiches Gummi. Das heißt, es hat mich so gescheuert. Ich hatte keine Blasen davon, die waren super bequem. Ich habe die immer noch. Die sind zwar mittlerweile schon richtig durchgelaufen, aber ich könnte die theoretisch immer noch anziehen. Die sind immer noch mehr oder weniger benutzbar. Und für, ich glaube, 30 Euro haben wir da damals für bezahlt. Absolut gerechtfertigt. Besser als wenn du dir einmal, zweimal im Monat neue kaufen musst, die einfach, weil sie billig waren, sofort durch sind. Okay, das war meine Top 5, also meine Top 3 eher gesagt, mit zwei von Oliver. Vielen Dank, Oliver, dass du dabei warst. Und wenn ihr noch 5 weitere Punkte sehen wollt, dann schaut einfach mal auf Ollis Kanal vorbei. Da haben wir nämlich das zweite Video. Da sage ich dann nochmal 2 Dinge und er erwähnt 3 Dinge, die er für wichtig erachtet. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, dann lasst doch einfach mal ein Däumchen da. Checkt auf jeden Fall seinen Kanal aus und schaltet morgen wieder ein. Bis dann, Leute. Ciao, macht's gut. Scheiße, meine Schuhsohle wird schon ganz schön warm. Und ich drück so fest, ich kann mit dem Fuß auf den Boden, aber ich bleib einfach nicht stehen. Hilfe! Ah. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Hi! Oh. Oh. Also das hat definitiv ein gutes Stück meiner Sohle gekostet. Im Vergleich die andere.